Willkommen zurück zum Nisha. Wie man sieht, wir stehen knietief in der Scheiße drin. Hier drüben der kleine Edward, hier der kleine Enoch. Beide sind tot. Mission gescheitert. Gehen wir nach Hause und machen zwei neue. Oh, der dritte Zwilling. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Okay, ich denke mal, wir sind hier im Darm der Maschine. Ich habe ja die Theorie, dass die Maschine lebendig ist. Und wir sind der Saboteur und irgendwie auch Teil der Maschine. Alles in einem. Hallo? Mr. Schweinebärmann? Oh, hier drüben sehen wir ihn. Aber die Anlage ist ja riesig. Diese Gänge hier und Tunnel. Und ich denke mal, hier wollen wir hin. Können wir schwimmen? In der Tat, wir können. Wow, 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 wow. Aber wir sollten nicht. Wir sollten nicht. Ganz ruhig. Irgendwas lebt hier drin. Ja, irgendwas lebt hier drin. Aha. Also hier sind wir genau richtig. Ah, dieser Gestank hier drin muss unerträglich sein. Ja, wer hier sein Büro hat, ist eine arme Sau. Was? Wer denn? Du schon wieder? Ah, hier sind wir. Genau hier sind wir. Wir sind also wirklich im Moment. Man könnte wirklich sagen, die Maschine ist lebendig. Der Magen, der Darm und hier unten die Hölle. Faster, Mandus. Drain the waters. Open the way to the bilge pumps. We are waiting for you. Wer ist wir? Du und die Zwillinge. Weg damit. Denn was haben wir hier? Irgendeinen Hebel? Kein Hebel. Und hier sehen wir wieder die Pyramide. Wir waren wohl in Südamerika. Mexiko. Okay, wir brauchen noch mehr hier. Moment, die Maske ist schon wieder weg. Irgendjemand rennt hier rum. Und wie kann man die Maske bitte schön hier rausbekommen? Wie? Hier oben? Nein. Hier unten? Nein. Hier? Nein. Wir werden verrückt. Wir werden langsam aber sicher verrückt. Waren wir? Moment, hier war doch eben gerade noch der Durchgang. Ja, genau. Und dann sind wir hier so durch. Hier war der Schweinebärmann. Und jetzt können wir hier hin. Neuer Weg. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da unten funkelt die Kacke. Hier oben funkeln wir. Mein Licht geht bitte nicht aus. Ich will nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Boah, ich will gar nicht wissen, was hier unten in der Brühe lebt. Gehen wir erstmal hier drüben hin. Ja, genau hier hin. Immer schön dem Schwein folgen. Der kennt den Weg. Oh, 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 oh. Eine geheime Botschaft hier drüben. Die will ich unbedingt lesen. Mhm. So, wir drehen rum.
Und ich denke mal, jetzt können wir hier in die Mitte gehen. Okay, in die Themse hinein. Jetzt wissen wir so ein bisschen mehr, wo wir genau sind. Aber jetzt kommen wir hier drüben nicht mehr weiter. Wir waren ja hier. Wir wollen ja irgendwie... wollen ja irgendwie zu diesem einen Tor hin. Oh. But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Landis, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you have embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you said about things that you could hear upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Ich habe den Weg gefunden, und zwar hier drüben. Ich bin so nah dran. Dann gehen wir mal rein. Alles klar, kennen wir bereits. Erstmal den Hebel hier. Dann haben wir hier die Mitte. Dann müssen wir, glaube ich, den hier... nee, den hier drehen. Nein, Moment. Der hier wieder zurück. Nein, dann den hier wieder drehen. Nein, den Hebel wieder hoch. Den Hebel wieder hoch, auch nicht. Doch hier drehen. Open the lopen. Und da wären wir. Die Frage ist, wo führt mich diese Reise in den Wahnsinn genau hin? Ach du heilige Scheiße, was fressen die da unten? Die essen Menschen. Wer stört? Es gibt also mehrere Kreaturen. Die essen da unten Neugeborene. Okay, wir sollten weitergehen. Oh Gott, wo genau gehen wir hier hin? Hier drüben ist alles zu. Aber wenigstens hören sie anständige Musik. Sehr kultiviert. Die Familie Schwein. Tiefer hinein in die Maschine. Immer tiefer gehen, immer tiefer gehen. Immer tiefer hinein in den Bauch. In die unendliche Dunkelheit. Es gibt keinen Ausweg. Ich denke, wir sollen hier hin. Und wahrscheinlich immer weiter nach unten gehen. Können wir hier einfach reinspringen? Ich versuch's. Au! Das hier sieht gesünder aus. Ich habe keine Ahnung, wo genau ich hingehe. Aber nach unten ist immer gut. Nach unten ist immer sehr gut. Der direkte Weg in die Hölle hinein. Das ist genau mein Plan. Da unten sind natürlich meine Kinder, ganz klar. Sind von alleine da unten hingelaufen, haben überall kleine Notizen geschrieben.
ganz wie der Vater. So, hier geht's wieder nach oben. Wir sind in einem Labyrinth gefangen, aber ich denke, das Ziel ist es, weiter nach unten zu gehen. Es vibriert. Vibrieren ist immer gut. Genau, dann sind wir richtig. Was haben wir hier? Genau da wollen wir hin. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Manuel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation. Nein, die Aufnahme. Na, Mist. Wir hätten stehen bleiben müssen. Die Pumpräume. Ich finde, die ganze Sache wird immer merkwürdiger. Wir waren in Mexiko. Wir hatten irgendein Fieber. Wir waren bei... Ahead, the trickle to still waters. I dragged myself deeper into the temple. Downward, ever. Towards a wind that held the voices of my children. Beckoning me to set them free. Was war denn hier drüben? Ja, Moment. Wir waren in Mexiko. Wir waren bei irgendwelchen... Au, meine Knie... Eingeborenen, wir waren bei so einem Tempel, so einer Pyramide. Wir haben unsere Frau verloren. Wir haben zwei Söhne. Beide Söhne sollen hier unten gefangen sein. Obwohl ich denke, dass die beiden wahrscheinlich schon tot sind. Wir haben diese Maschine gebaut, um die Welt zu reinigen. Wir haben irgendwelche Experimente mit Menschen gemacht, Obdachlosen, Leute aus dem Irrenhaus, eben Menschen, die man nicht vermisst. War mir gerade hier eine Maske vor mir? Liegt hier unten Stroh. Und ich denke einfach, wir sind... Entweder wir sind wahnsinnig. Ist hier drüben die Maske? Nein, keine Maske. Oder wir sind Teil dieser Maschine. Müssen wir ja sein. Die Maschine kann ja wohl nicht lebendig sein. Wir sind aber lebendig. Und wir leiten ja das Ganze hier. Schon wieder so ein kleiner Ofen und ein Ventil. Können wir sogar bewegen? Warte mal einen Moment. Hier drüben. Eben gerade war doch hier... Ich werde wahnsinnig. Langsam, aber sicher werde ich wahnsinnig. Mann, hier unten ist es immer so laut. Wo genau bin ich nun? Ventile und Rohre. Ich meine, wir haben die Maschine erst sabotiert und jetzt reparieren wir sie. Wir reparieren ja hier gerade. Hier unten ist wieder so ein Durchgang, eine Schleuse. Und man sieht ja, hier fehlen Teile, hier... Wow! No, 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 no. Renn, 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 renn. Ich wollte Ihnen gerade doch eine Story erzählen. Renn weiter, renn weiter, renn weiter, renn weiter. Und hier drüben hin, hier drüben hin. Hui. Oh Gott, hier unten die Kreaturen.
Ja, wir reparieren sie. Und irgendjemand muss sie ja zerstört haben davor, denn es fehlen ja immer irgendwelche Teile oder irgendwelche Geräte wurden deaktiviert, damit die Maschine eben nicht funktioniert. Soll sie ja gar nicht. Aber wo sind all die Menschen hier hin? Wo sind die ganzen Mitarbeiter? Alle tot? Gestorben hier? In die Maschine geworfen? Ah ja, Zahnräder. Hier drüben haben wir noch eins. Genau das meine ich. Irgendjemand hier werkelt an der Maschine rum und wir reparieren sie. Wir sind so blöd und reparieren sie. Die dümmste Idee aller Zeiten wahrscheinlich. Jetzt sind wir hier. Hier sieht man's. Und die letzte Station wäre hier drüben. Wir sind einmal komplett durch die Maschine hindurch. Okay, Moment. Können wir hier nach unten gehen? Hier drüben haben wir eine Leiter. Aber hier unten scheint nichts zu sein. Wir gehen mal hin. Oh, die Leiter endet hier. Autsch. Und wo bin ich nun? In irgendeiner Müllpresse? Komm, die Wände näher. Ist ja wie bei Star Wars hier. Ich habe Kohle gefunden. Das ist keine Kohle. Das ist scheiße. Uah. Moment, wie? Wie können wir werfen? Rechte Maustaste. Ah. Okay, wo genau wollen wir hin? Hier drüben waren wir. Hier sind wir nach unten geflogen. Jetzt müssen wir hier durch. Oh, oh, oh. Der Nebel, da kommen wir nicht durch. Da finde ich auch keinen Weg. Wieder hier hin? Hier unten entlang? Ah, sieh mal einer an. Und da wären wir wieder. Das alte Spiel. Einmal rein hier. Dann hier drüben. So, der nächste Gang. Ich denke, wir müssen hier rein. Was haben wir hier? Irgendwas, wo wir mitnehmen können schon wieder. Was? Ugh. Ich dachte eben gerade tote Ratten. Sieht mir aber eher nach Nasen aus. Schweinenasen. Okay, ich denke mal, wir kommen dem schaurigen Ende immer näher. Denn jetzt sind wir hier in der letzten Stufe der Maschine. Wir sind ganz, ganz weit unten angekommen. Wir wurden wahnsinnig.
Wir hatten Fieber. Okay, wo genau sind wir? Wir haben immer so merkwürdige Metaphern. Die Verwaltung. Ich bin die Verwaltung. Mir gehört der Laden hier. Und es geht weiter nach unten. Und dazu wunderschöne Musik. Die beste Fahrstuhlmusik aller Zeiten. Genießen wir es. Der Abstieg in die Hölle. Hier sehen wir sie, die Maschine. Wer bitte baut das alles hier? Tja, die Musik muss ich mir merken. Oh, dear God. Dear Christ, what is this place? Keine Ahnung, du kennst die Ingenieure. Das sieht aus wie irgend so ein Tank oder sowas. Die Wände sind rund. Hier drüben sehe ich, glaube ich, wieder eine Schleuse. Wo kommen wir denn hier hin? Okay, Information. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan, ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Okay, Moment, was genau machen wir hier? Der geht nicht. Irgendwas bewegt sich hier. Hier drüben schon wieder ein... Nein, kein Schwein, aber hier oben sind Schweine. Wir mögen Schweine. Okay, wir können die einmal hier hinmachen, aber wir können sie nicht wieder zurückmachen. Auch nicht die, die schon waren. Was ist mit der 9? Die bleibt hier. Die 3. Die 3, die fehlt. Irgendwas stimmt nicht mit der 3. Was habe ich hier drin? Ich fühle mich so ein bisschen wie in so einem Simulator. Der Gas-Wasser-Installations-Simulator. Okay, irgend so ein Bolzen muss hier wohl rein. Wir sind hier wohl in irgendeinem Kühlraum. Und jetzt muss der hier nach unten. Der Deckel war zu. Ich denke mal, jetzt sollte es gehen.
Und ich wette, hier oben ist irgendwo eine Maske. Nein? Ah, da, hier sieht man's. Hier gehen sie runter, die Dinger. Ich bin fertig. Wir haben eine neue Notiz. Ein letzter Sabotageakt. Oh nein, die Kinder singen. Shit. Singende Kinder. Okay. Now, nun? Amandus, set them free. Set them all free. Aber wie? Hier drüben hatten wir noch einen Hebel. Aber der funktioniert nicht. Doch, der funktioniert.